Mit der Silhouette Curio lassen sich verschiedenste Materialien prägen. Gestalten Sie so erhabene, reliefartige, im Englischen Embossing, sowie nach innen gewölbte Motive, im Englischen Debossing, mit der Silhouette Curio. Wir zeigen Ihnen, wie Sie geprägte Motive sowie erhabene Motive mit dem Silhouette Curio gestalten können. Für diese beiden Prägevarianten, Embossing und Debossing, haben wir einen Briefumschlag gewählt. In diesem Beispiel benötigen wir 5 mm Distanz, dazu nutzen wir zwei Distanzplatten à 2 mm sowie die Prägematte, legen es auf die Basisplattform und schließen die seitlichen Klammern. Die Markierungen in den Ecken der Prägematte zeigen Ihnen die Größe der Arbeitsfläche an. Diese Markierungen werden Ihnen auch innerhalb von Silhouette Studio angezeigt. Bei manchen Materialien unterscheiden sich Vorder- und Rückseite, Sie müssen also auf die Lage achten. Zum Embossen die Vorderseite auf die Prägematte, zum Debossen die Vorderseite des Materials nach oben. Montieren Sie das Prägewerkzeug im linken Werkzeughalter. Legen Sie nun den Briefumschlag auf die Prägematte. Laden Sie die Basisplattform in die Silhouette Curio und öffnen Sie Ihr Design in Silhouette Studio. Im Menü rechts oben wählen Sie zwischen Unterdruck und Prägung. Diese Auswahl gilt für das ganze Dokument. Wenn Sie Unterdruck, also Deboss, ausgewählt haben, wird Ihr Motiv so erstellt, wie es in der Software zu sehen ist. Es wird ein Motiv eingedrückt. Bei der Option Prägung, also Emboss, wird Ihr Auftrag spiegelverkehrt angezeigt, sodass ein erhabenes Motiv auf der Rückseite entsteht. Nachdem Sie beide Methoden ausprobiert haben, können Sie Ihre ganz individuellen Motive gestalten. Alle in der Software enthaltenen Effekte und Optionen finden Sie im Menü unter Prägung Unterdruck. Sie können mit diesen Optionen zum Beispiel Füllmuster festlegen, den Abstand der Linie innerhalb der Füllmuster und auch den Winkel, in dem diese Linien gesetzt werden. Abstand und Winkel sind dynamisch und passen sich einer Größenveränderung des Motives automatisch an. Wenn Sie mit Ihren Einstellungen fertig sind, klicken Sie auf An Silhouette senden. Nun ist Ihr Projekt fertig und Sie können es von der Prägematte nehmen. Wir möchten noch darauf hinweisen, dass die erzielten Effekte von dem verwendeten Material abhängen.